Willkommen zurück zu Homemade. Jetzt im Frühling, da ist für mich Pflanzzeit. Und was gibt es Besseres, als sich selbst dekorative Pflanzstecker und Untersetzer zu machen und auch Blumentöpfe zu dekorieren. Dieses Mal zeige ich euch, wie ihr für eure Kräuter im 0,nichts ein dekoratives Pflanzset machen könnt. Und ich hoffe, es ist etwas für euch dabei. Für das Pflanzset benötigst du weiße Modelliermasse, die wetter- und wasserfest ist. Ich habe hier Fimo. Dann Buchstabenformen oder Buchstabenstempeln. Einen Tontopf, eine runde Ausstichform, Backpapier und ein Nudelholz und verschiedene Kräuter. Rolle zunächst die Modelliermasse ca. 2 bis 3 mm dick aus. Am besten gibst du ein Backpapier drunter. Arrangiere nun die Blätter zum Prägen auf der Modelliermasse. Rolle danach ganz vorsichtig mit dem Nudelholz drüber, sodass du eine Art Prägung erzielst. Ziehe danach die Blätter ganz vorsichtig ab. Für die Blumentopfdeko, da benötigen wir ein geprägtes Band. Dafür setzt zunächst die Buchstaben zu den gewünschten Kräuternamen zusammen. Achte bitte darauf, dass du beim Setzen der Buchstaben beim Wortende beginnst. Bepinsle nun die Buchstaben mit etwas Öl, damit nichts von der Modelliermasse festklebt. Danach drück den Stempel vorsichtig auf die Masse und ziehe ihn genauso vorsichtig wieder ab. Schneide nun ein Band in der Breite und Länge des Randes deines Tontopfes aus. Wickle dieses um den Rand deines Topfes und drücke es vorsichtig an. Die Enden kannst du einfach ein bisschen überlappen und dann festdrücken. Für die Pflanzenstecker steche mit Hilfe eines Ausstechers Kreise aus. Bohre danach mit einem Stab ein Loch, damit du einen Aufhänger hast. Für den Untersetzer schneide einfach ein Quadrat mit 12 x 12 cm aus. Danach alles im Ofen bei 110 Grad 30 Minuten backen. Nach dem Auskühlen kannst du alles nach Lust und Laune bemalen. In die Blumentöpfe kannst du nun Kräuter deiner Wahl setzen. Die Pflanzenstecker einfach auf Pflanzenstäbe aufhängen und in die Erde stecken. Für den Untersetzer mach einfach aus 4 Holzleisten einen Rahmen, kleb unten ein Brett drauf und dann einfach die Kräutervliese einkleben. Ich hoffe, die Ideen für das Pflanzset haben euch gefallen. Wie ihr wisst, freue ich mich immer sehr über ein Like oder einen Kommentar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.